Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich was hier auf dem Tisch, was ich auch schon länger in der Vitrine stehen habe und wie ich finde ein absolutes Highlight ist. Von 2012 aus der Creator 3-in-1 Serie, die ja ohnehin schon wirklich viele super Modelle gezaubert hat, ist das die 7347 mit 805 Teilen. Und ich habe den letztes Jahr auf dem Zweitmarkt von Privat gekauft. Da fehlten am Anfang ein paar Teile. Das habe ich leider auch erst zu spät gesehen. Und zwar war das hier oben auf dem Dach von dem Truck, waren das quasi diese Paneele hier vorne. Das ist mir nicht wirklich aufgefallen, weil ich war durch Zufall auf dieses Set gestoßen und dachte, schau doch mal, ob du das irgendwie von Privat zu einem fairen Kurs bekommst. Aber das war kein größeres Problem, weil die haben mir quasi diese fehlenden Teile noch nachgeliefert. War eine super Geschichte. Die hatten die einfach irgendwo noch in der Kiste liegen und haben nicht gewusst, dass die sozusagen irgendwann mal abgefallen waren. Ja, was haben wir hier? Also das ist ein Abschlepptruck. Alternativen sind in diesem 3-in-1 natürlich auch noch da. Es ist hier so ein Cabriolet, was ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich uninteressant finde, und nochmal dieser Truck mit einem Kran drauf, der hier hinten so einen Motor offensichtlich geladen hat. Der sieht auch cool aus, aber ich glaube, da bleiben auch etliche Teile über. Also für mich war eindeutig hier der Abschlepper das, was ich haben wollte, und den habe ich dann auch so gebaut. Beziehungsweise ich habe ihn ja aufgebaut gekauft und habe halt nur noch die paar Teile ein bisschen ersetzt. Aber ich habe ein paar Kleinigkeiten dran gemoddet. Wie immer muss man ja schon eine Kleinigkeit tun. Ja, was haben wir alles? Der ist natürlich lenkbar über die Dachsteuerung. Und dann seht ihr ihn auch mal schön von vorne. Das ist schon ein richtig kultiges amerikanisches Vorbild, denke ich mal. Er hat tolle Außenspiegel, richtig schön breit ausgelegt, mit diesen Bügeln hier gestaltet, lassen sich auch schön verstellen, die Spiegel. Eine ganz tolle Option, das mal so zu gestalten. Ja, was haben wir noch? Er hat eine Motorhaube, die man aufklappen kann. Ganz klasse gemacht, die lässt sich also richtig weit aufklappen. Und man sieht dann hier angedeutet den, was ist es, ein Sechszylinder. Ja, hat hier vorne richtig eine Lüfterschraube. Also Motor ist, finde ich, auch cool gestaltet. Und das, ja, die Motorhaube, beziehungsweise hier die, das Kühlergitter hier vorne ist auch super gemacht. Hier nochmal so Positionsleuchten hier vorne in Orange. Relativ schlichte Lampen, aber ja, passt. Eine schöne große Scheibe. Ja, eins der Highlights ist definitiv hier oben auf dem Dach nochmal. Natürlich hier die schönen großen Fanfaren. Und hier sind zwei Lightbricks verbaut. Das ist ganz nett gelöst über diesen einen WIP-Mechanismus, der quasi dann nach links und rechts beide Lampen zu so einem Blinkeffekt dann führt, wenn man da so ein bisschen hin und her wackelt. Finde ich sehr cool gelöst eigentlich. Also mit zwei Lightbricks auf jeden Fall ein absolutes Highlight. So, was haben wir noch? Wir haben funktionierende Türen, die richtig schön gebaut sind. Lassen sich wunderbar aufklappen, haben sogar einen richtigen Griff hier außen angebracht über so zwei Pistolen, haben innen eine richtige Verkleidung, so eine Ablage, sieht man hier, so eine richtig schön alles gebaut, lassen sich 90 Grad öffnen, Blick hier ins Fahrerdomizil, die Sitze haben verstellbare Rückenlehnen, es sind, ist ein kleiner Print da. Er hat sogar einen Rückspiegel. Er kann nach hinten durchschauen auf die Ladefläche. Also das ist sehr, sehr schön
gestaltet. Zumal hier auch die ganze farbliche Gestaltung jetzt eben nicht mit irgendwie Aufklebern gelöst ist, sondern alles wunderbar baulich geregelt. Also dieses Rot, Weiß und Schwarz super in diesen Schichten gebaut. Dann hier über diesen Tank, diese Treppe, wie man das oft bei diesen Trucks eben auch hat, sehr, sehr schön gemacht. Also da kommt man echt nicht aus dem Schwärmen hinaus. Ja, dann schauen wir uns mal hier hinten den kleinen Pickup an. Der alleine ist ja auch schon ein ziemliches Highlight. Den hänge ich mal eben kurz aus, dass wir uns den erstmal im Detail angucken. Der ist jetzt so schön eingehakt. Ja, den habe ich auch ein klein wenig noch verbessert. Also was der in seiner Größe schon hat, sind funktionierende Türen. Das ist ja alleine schon Wahnsinn. Also der kleine Wagen hat hier funktionierende Türen. Das geht alles, wenn man möchte. Er hat Außenspiegel, die man ein bisschen auch verstellen kann. Also ist nicht alles nur so irgendwie angedeutet oder so auf Sparflamme gemacht, sondern der ist richtig klasse. Der hat sogar ein verstellbares Lenkrad, sehe ich gerade. Das ist nämlich auch auf so einem Hinge hier, kann man sogar das Lenkrad noch in der Höhe Neigung verstellen. Ist natürlich ein bisschen eng, da wird man jetzt keine Minifigur reinbekommen, weil ihr seht, die Rücklehne, die ist jetzt hier schon richtig eng dran. Da fehlt mindestens mal eine Noppe in der Länge. Aber das ist gar nicht tragisch, weil hier der an sich so schon super aussieht. Ja, und als wäre es noch nicht genug, da kann man noch die Motorhaube aufmachen. Das ist natürlich jetzt wirklich nur mit diesen Grillfliesen der Motor angedeutet. Ich meine, das ist jetzt des Guten zu viel, wenn man das jetzt noch irgendwie erwarten würde, dass da noch mehr zu sehen ist. Aber auch hier mit diesem Zaun als Kühlergrill, absolut top gelöst, muss ich sagen. Hier nochmal so ein Rammschutz vorne, auch nettes Detail. Hat große Räder. Hier hinten der Aufbau mit den Flüstertüten und diesen Haken sieht auch toll aus. Er kann da hinten rausgucken, also auch nochmal Klarsichtsteine. Und was ich jetzt noch gemacht habe, er hat eigentlich hinten eine Verkleidung, also aufgebaute Leuchten. Ihr seht Blinker, Rückfahrlicht und Bremslicht übereinander schön gestapelt, wunderbar. Und dann habe ich hier einfach die Klappe noch gebaut. Und in die Fliesen, glaube ich, die habe ich auch noch drauf gesetzt. Ich weiß nicht, oder waren die? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber, wie gesagt, Ladefläche auch noch klappbar. Wunderbar. Hier könnte ich vielleicht mal noch als Konter was anderes draufsetzen, was Flacheres, weil das trägt ein bisschen dick auf. Da hatte ich aber damals die Teile nicht für. Ja, also den finde ich auch absolut gelungen. So, dann hake ich den mal hier wieder in seinen Abschlepphaken, denn dann gucken wir uns noch mal das Ganze in der Funktion weiter an. Ja, weil die große Funktion, die kommt ja jetzt erst. Dafür fahre ich ihn jetzt mal rum, erstmal ein bisschen rumrangieren. Wunderbar. So, Wendekreis ist natürlich jetzt groß, aber das ist nicht weiter tragisch. Da gibt es Schlimmeres, und zwar kann man hier jetzt an dieser Schraube drehen und somit hier Spiel auf die Ladefläche geben. Die kann man dann etwas runterziehen. Das geht jetzt nicht motorisiert oder so, sondern die kippt dann hier hinten irgendwann ab. Und dann kann man den Pickup oder das Auto, was man abschleppen will, weiter runterfahren, und durch die Schwerkraft zieht es den dann hier wunderbar runter. So, dann könnte man jetzt ihn aushängen und weiterfahren, beziehungsweise halt in die Werkstatt bringen. Und wenn man ihn jetzt aufladen will, wird halt hier nach rechts gedreht, kurbelt man ihn hoch. Und das Geile an dieser Ladefläche ist halt, sobald der jetzt hier anschlägt, kippt es mir die Ladefläche wieder hoch und zieht auf der Schiene nach vorne. Und dann gibt es hier nochmal so eine Siegklemme, wo sich das Ganze hier auch nochmal reinhakt, also eine Sicherung für die Fahrt, klack, und er ist drauf. Also das Ding ist für mich absolut ein Highlight in dieser Creator 3-in-1 Serie.
Ja, hier hinten hat er auch nochmal entsprechende Bremslichter, Blinklichter hier für die ganze Ladefläche an den Seiten. Ist für mich ein absolutes Schmuckstück. Also das möchte ich einfach gar nicht mehr missen. Der macht sich einfach super in der Vitrine. Also ich sag mal hier vorne diese Frontansicht, ich glaube, das spricht schon mal für sich. Ist auch wirklich in einem guten Zustand gewesen. Wie gesagt, anfangs ein paar kleine Fehlteile habe ich dann auch erst festgestellt, nachdem ich mir das nochmal genauer angesehen habe. Aber hat sich ganz einfach gelöst und somit war das überhaupt gar kein Problem. Hier ist nochmal so ein kleiner Hammer in diesem Tank mit drin, der fixiert nämlich hier diesen Parabolspiegel. Das müsste auf der anderen Seite eigentlich dann auch so gelöst sein. Ja, richtig. Das ist also quasi zum Fixieren, weil das ist ja im Prinzip wie so eine Stange. Und ja, ist farblich wirklich eine super Sache. Auch sieht richtig klasse aus. Nicht zu bunt. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten. Ja, der hinten Signalfarben gelb, der Pickup. Aber kann man ja auch ein anderes Auto draufstellen. In der Größenordnung gibt es ja auch mehr Autos, aber ich finde, der passt hier einfach auch super drauf, weil er auch so viel Funktionen hat. In der Größenordnung, was hat man denn da für Autos aktuell bei Lego, wo man Türen klappen kann, Heckklappe klappen kann, Heckklappe klappen kann, super, viele Ks und Ls und ja, Motorhaube auch noch, ne? Also messen wir den mal aus. Der Abschlepper hat 32 cm in der Länge. In der Breite sind wir über die Spiegel bei 13 cm und Höhe mit den tollen Rohren hier, Auspuffrohren, sind wir bei 14 cm. Ja, also absolutes Highlight, falls ihr den noch nicht kennen sollte, schaut mal, vielleicht könnt ihr ihn auch irgendwo bekommen. Ich denke, das würde sich lohnen. Also der wird sich bei euch auch gut machen. Ist einfach ein Highlight. Ich schwärme, ich schwärme, ich schwärme. Ja. Okay, das soll aber dann genug des Schwärmens gewesen sein. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.